Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Crew. Ja, man muss es ja immer wieder anmoderieren. Vielleicht gibt es ja welche, die erst hier einsteigen. Wir steigen auch nicht aus, sondern weiter ein. Doggy ist dabei, genau, mit seinem Riesenschlitten hier. Hat gerade zu mir gesagt, er sieht mich nicht. Ist klar, weil ich stehe bei ihm im toten Winkel sozusagen. Wer hat den längeren? Wer hat den längeren? Brauchen wir hier gar nicht groß messen. Ich denke mal, das ist eine Ü40. Und von daher fahren wir direkt hier vor. Auf der Zielgeraden. Wir dürfen heute mit unseren Sportwagen, Rennwagen agieren. Nennt sich auf der Zielgeraden, Doggy. Wunderbar. Dann wollen wir mal loslegen und mal gucken. Kann's kaum erwarten. Ich auch. Was passiert? Die Mission beginnt gleich. So, er schaltet automatisch um. Oh, da gibt's da im Platin gäbe es richtig gute Punkte. Selbst Gold wäre nicht schlecht. Achtung! Da sind sie wieder. Das ist es. Oh, MZ4. Saugeil, Freunde. Klingeling. Ein Rennen steht zwischen dir und dem zweiten Platz bei den Five Tens. Hier, los mit dem Bentley. Aston Martin. Doggy. Jetzt will ich dich vorne sehen. Hier geht es um alles. Oh, ich schiebe erstmal den ersten an. Geh mal weg. Du hast gut, du hast dich schon weg. Es gibt wieder Checkpoints. Halb links, 15. Geht's vorne. Oh, hier. Ich bin schon wieder massiv angefahren worden. Aber nicht von mir. Nee, aber ich habe einen scheiß Start erwischt, muss ich so sagen. Ärgert mich, ich bin Letzter. Geht erstmal geradeaus. Weil normalerweise ist es eigentlich mein Part, vorne zu spielen. Denn wo vorne ist, ist auch Kingston. So, aber jetzt komme ich. Wie, oh? Ich fahre mir auf den Rasen. Doch, die Kisten sind ja unheimlich schnell hier. Nein. Hey, können wir das nochmal beginnen? Das war eine ganz große Kacke. Ja, ich, mach ja, doch einfach. Das ist scheiße, ganz ehrlich. Ich habe total verwachst. Oh, ja, Mann. Kein Problem, Escape und dann... Nee, komm, wir ziehen es durch, weil ich sag mal, selber schuld. Wenn man so fährt, hat man nicht anders verdient. Ich bin auf jeden Fall raus. Für mich wird es ein Spaziergang. Was ist denn, wenn du R drückst? Nee, kommst du nur auf die Straße? Ja, aber ich bin halt... Ich bin auf der Straße und bin 7 Sekunden hinter euch. Oh, jetzt... Ey! Der spinnt wohl. Also mich regt das auf. Aber das... Ich... Ja, ich... Nee. Jetzt gehe ich in die Motorhaubenansicht. Ich hoffe mir da ein bisschen mehr Grip. Ein bisschen mehr Übersicht. Oder lässt nicht mehr eben hier stehen. Wie wirst du denn stehen, Doggy? Der Typ, die Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1 ist auf jeden Fall nicht. Er kennt die Strecke. Ich hätte gleich so fahren sollen. Also in dieser Ansicht. Bei manchen Rennstrecken ist es angenehmer von außen. Bei manchen ist die Frontansicht die bessere. Zumindest für mich jetzt. Ja? Oh, die ist mir etwas zu schnell, wäre die mir. Ja? Ja, aber das ist doch genau das ist doch das, dieser Geschwindigkeitsrausch, den man da hat, diesen Tunnel. Dieses. Ja, leider haben sie so ein bisschen die Innenansicht, wenn man drinnen sitzt, wenn man ja, in die Kurve fährt, dass das so mitgeht. Ja, die ist blöd. Finde ich ein bisschen blöd. Ja, aber wenn du hier hinter der Motorhaube sitzt, Doggy, ist das nichts für dich? Nee. Oh, jetzt, ich bin ein bisschen angespannt. Komme ich nochmal ran? Oh, die Eins fliegt hier durch die Gegend. Das ist geil. Also bei dir vorne über die Straße geflogen. Oh. Bei dir vorne scheint richtig Action zu sein. Na, wir kabbeln uns hier vorne. Ey. Weil von Action bin ich weit entfernt. Außer ich mache selber Action, indem ich hier irgendwelche parkenden Autos ramme. Mann, du. Das könnte die Strecke sein, die beim Fraktionskampf gefahren wird, nur andersrum. Ja, so ein bisschen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, du hast recht. Gebe ich dir völlig recht. Nur, dass man sie in eine andere Richtung jetzt fährt. Oh. Also ich wüsste, wenn wir es jetzt nochmal fahren müssten, fahre ich auf jeden Fall vorne mit. Aber so? Ich bräuchte dich hier mal als Unterstützung. Nee, da komme ich nicht mehr hin, Doggy. Da bin ich... Wenn man hier einen Fehler macht, und ich habe zwei sehr große gemacht, ist mal raus. Ja. Da gibt es kein Pardon.
Auch wenn ich jetzt, sag jetzt mal, ohne Druck sehr locker fahre und hier schön durchziehe. Aber man hat ja Angst, hier einen Turbo anzuwerfen, weil man sitzt dann sofort in der nächsten Planke drin, Leitplanke. Du sagst es. Boah. Oh, hier ein schöner Kreuzer vor uns. Wir werden schon unter Druck gesetzt hier. Das ist gut so. Doggy braucht ein bisschen Druck. Aber sag mal, du hast das Doppelte an Punkten wie die Kollegen, sehe ich gerade. Das heißt, du musst ihn ja eigentlich... Normal, wenn ich gerade Strecke hätte, würde ich den wegziehen, aber in den Kurven... Also wenn ich ehrlich bin, ganz ehrlich, ich schaue hier auf den Abstand, Kollegen. Na, ich habe das Gefühl, dass ich recht gut hier fahre, aber mein Gefühl täuscht mich, weil wenn ich auf die Uhr schaue, steht hier minus 19 Sekunden und das macht mich ein bisschen nervös. Doga. Aber du bist doch gar nicht so weit weg von uns. Ne, 19 Sekunden. Das verstehe ich auch nicht, weil... Das sind doch nur 900 Meter. Ich muss so langsam aufschließen auf die Jungs hier, oder? Eigentlich schon, ja. Weil wenn du sagst, die springen da durch diverse Steine und überschlagen sich. Ja, die drücken dann aber einfach R und sind dann wieder auf der Straße, das ist ein Problem. Ja, meinst du, wenn ich R drücke, dass ich bei euch hinten rauskomme? Das glaube ich fast nicht. Nee, bei mir kommst du nicht raus. Nee, nur auf der Straße. Auf der Straße? Ja gut, auf der Straße bin ich ja und bleibe jetzt momentan auch auf der Straße. Das ist eine schöne Küstenstraße. Du musst, wenn du einen Fehler machst, natürlich schneller auf R drücken, damit du schneller wieder auf die Straße kommst. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ja, das ist vielleicht mal ein Tipp, den man durchaus mal ausprobieren kann. War lieber eine Strafe, als 5 Sekunden zu verlieren. Ja, Doggy, das sind Weisheiten, die du hier von dir gibst. Ey, das so, da kommt aber eine schöne Gerade, kommt jetzt, also... Du meinst, dass ich da nochmal aufschließen kann? 24 Sekunden? Ey, nehmt ihr eine Abkürzung oder was? Nein. Jetzt kommt doch die Gerade, jetzt gebe ich richtig Gas. Aber es kann doch nicht sein, dass ich hier 5 Sekunden verliere in einem Abschnitt. Doga. Anscheinend schon. Redet nicht mehr mit mir. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, komm, jetzt tu nicht so... Oh, da war eine Schanze, eine Sprungschanze, Doggy. Hast du die gesehen? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Na, man springt doch nur, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit drauf hat. Ach so. Okay. Ich fahre hier gerade irgendwie am Strand lang. Ich weiß auch nicht, wo du sagst, weil du sagst immer, hier wäre irgendwie was geradeaus. Hier geht nichts geradeaus. Hier sind immer irgendwie Kurven. Naja, leichte Kurven, aber fast gerade. Also ich habe das Gefühl, Doggy, wir fahren zwei verschiedene Strecken. Die Nummer 4 sehe ich jetzt. Ah, ich hab's hinter mir. Nummer 4 sehe ich gerade vor mir. Aber auch da. Du bist schon im Ziel. Mhm. Das schaffe ich nicht mehr. Ich suche immer noch die Gerade, von der du gesprochen hast. Leichte Gerade. Mit leichten Kurven, aber da kannst du richtig Stoff geben. Die warten alle schon im Ziel auf mich und trinken Kaffee. Ich fahre jetzt erst durch einen Checkpoint? Dugger, hier stimmt was nicht. Du fährst jetzt durch den Checkpoint. Na, ich glaube hier, ich bin eine falsche Strecke gefahren, Doggy. Wieso war ich denn so schwach? In Bronze abgeschlossen. Na, das kann nicht sein. Minus 6. Was hast du gemacht, Doga? Gold. Ich mach nochmal, Doggy. Das, tut mir leid, aber das muss ich nochmal machen. Bist du noch mal mit dabei? Natürlich, klar. Boah, Schiff wieder. Scheiße gesehen? Wir haben einen Sieger. Das Schicksal hat gewählt. Alle mal zur Partymeile. Sofort für die offizielle Vorstellung. Boah, der Schiff. Der Schiff geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Ist soweit. Achtung. Du triffst Schiff persönlich. Ich frage ein letztes Mal. Bist du dir wirklich sicher? Absolut sicher. Ich war mir im ganzen Leben noch nie sicherer. Wie ist denn man raus da? Warum ist mein Auto so kaputt? Doga, was macht man? Ja, nochmal, oder? Fahren wir nochmal? Natürlich. Ich würde schon sagen, weil das kann ich nicht so wirklich auf mich sitzen lassen. Startest du bitte nochmal neu? Ja. Aftens! Ich weiß doch, ihr wollt ihn auch alle kennenlernen, mein Weil der Schiff mir schon wieder so ins U-Blatt. Okay, los, kommt! Alle Mann fahren zum Festplatz! Ich fahre jetzt nicht zum Festplatz, ich muss die Mission nochmal machen. Oder ich möchte es hier nochmal machen. Ich habe ganz schön verwachst.
Wenn wir sehen, dass es wieder genauso läuft wie in der Runde davor, können wir es natürlich dann auch abbrechen. Da müssen wir es nicht zu Ende ziehen, aber ich hätte schon gesagt, wir machen das nochmal. Bitte überspringen. Und auf geht's, Freunde. Kommt, gib Gas hier. Hier geht es um alles. Doki, das sah nicht gut aus. Du hättest mich beinahe rausgenommen. Was ich so gesehen habe. Ich habe zu viel Nitro gegeben. Ja, du musst aufpassen. Ich bin wesentlich langsamer wie du. So. Hier, das ist die Gerade, von der du gesprochen hast, oder? Oder, Doggy? Ja, natürlich. War einer der Geraden. Boah, jetzt fahre ich auch gerade aus, oh. Du. Ja, wegen dir. Super, voll im... Doggy, du bist nicht mehr hinter mir. Ich habe jetzt jemand anders hinter mir. Ja, das ist so. Was ist ich los? Ich bin voll in ein Auto reingerast. Oh. Bin letzter. Ich habe auf jeden Fall Besuch neben mir. Oh, die Nummer 4 fährt erstmal von der Straße weg. So, ab jetzt auf geht's. Komm. Jetzt sieht's besser aus. Oh, vorne kommt eine Haarnadel, hätte ich fast gesagt. Hart bremsen. Und ziehen. Der dreht hinten mit seinem Heck. Jetzt läuft es besser. Es läuft auf jeden Fall wesentlich besser, Doggy. Also ja, sieht so aus. Für mich jetzt zumindest. Jetzt kommen sehr viele Kurven. Jetzt ist die Nummer 1 vorbei, der rote. Ja, fahr deinen eigenen Stil. Ich glaube, ich fahre meinen eigenen Stil, weil wenn ich den hinterher fahre, das wird nichts. Aber der hat wahrscheinlich irgendwo nochmal eine Schwächeperiode, oder? 3 ist abgebogen in die Walachei. Okay. Was du alles so kommentieren kannst, das ist klasse. Aber es ist schön, wenn man hinten so rumschaukelt, oder, Doggy? Ja. Hat was. Mein, du hast ja dein Ding gemacht, ich sehe dich schon wieder hinter mir. Das ist schon wieder... Das geht ja schon wieder nicht mit rechten Dingen zu. Oder hast du wieder R gedrückt? Ich R? Nein. Macht er davon auch mal einen Fehler, der Kollege? Die Nummer 1? Eigentlich schon, ja. Okay, danke. Kommt der Fehler wahrscheinlich noch? Der kommt noch. Das ist... Warum bin ich denn... Wieso habe ich den nicht im Griff hier vorne? Komm noch ran. Boah, der war so geil drum gedriftet. Hinter uns kommen sie jetzt. Achtung, links. Oh ja, jetzt hat mich irgendeiner angeschoben. R. Oh, R, und schon bin ich letzter. Mann, wer hat mich jetzt da rumgedreht? Die 2. Und dann bist du in mir reingefahren, oder ich in dir. Und schon war's das wieder. Wenn ich euch nicht hätte, wär ich erster. Das gibt's nicht. Und schon vergrößert sich dermaßen der Abstand. Du bist ja schon wieder an der 3 dran. Naja, komm. Das ist jetzt eine Aufmunterung, würde ich sagen. Ich frage mich, wo ich da die Fehler mache. Hier hinten. Nur wenn man einmal hier durchhängt. Ja. Komm, ich schmeiß gleich dieses scheiß Pad hier weg. Das geht mir schon auf den Zeiger, du. Das gibt's nicht. Doga, wieso bist du letzter? Was ist mit dir passiert? Du warst ja gerade noch vor mir. Nee, ich bin auch in die Walachei gefahren. Wo der LKW sich quergestellt hat? Ungefähr. Aus der Geschichte noch?
Oh Mann. Dass du das geschafft hast vor uns, das ist ja eigentlich. Sind wir ja froh, dass du es geschafft hast. Was denn, das wäre wieder eine Mission gewesen, die uns mehrfach. Oh, der letzte kommt wieder. Ja, ich komme ja nicht weg. Die Kiste ist so steif. Da geht gar nichts. Oh. Vielleicht müsste ich wieder mal ein paar Punkte verteilen, Doggy. Vielleicht liegt es auch daran. Du? Ja. Diese Vorteilspunkte. Glaube ich, hießen die. Du erinnerst dich? Ja. Um's stabiler, ja. Ja, ja. Richtig. Für Beschleunigung und so. Jetzt hat er gesagt, das ist die Geradeausstrecke. Ja. Oh. Schon mal abgehoben? Ja, ich bin hinter dir. Oh, drei. Hau ich erstmal weg. Der muss ich erstmal. Jetzt kriege ich Krämpfe. Jetzt ist soweit. Ich kämpfe. Nein, ich gehe auf die Straße. Oh, komm. Du fällst zurück, Mann. Ach komm. So eine scheiß Palme gewedelt. Und die Palme gewedelt. Ach komm. Hier teilt sich kurzzeitig mal die Straße, ja. Auch noch. Schon wieder falsch gefahren, ich fahre den Idioten hinterher. Und rausche natürlich voll rein. Leck mich am Arsch, ehrlich, leck mich am Arsch. Hab ich einen Bock jetzt auf diesen Scheiß. Mann. Doggy ist schon wieder im Ziel. Langweilt mich richtig? Meine Hände, ehrlich wahr. Komm, leck mich am Arm. Das langweilt mich. Dogga, das langweilt mich richtig. Silber. Na und? Na, egal. Nochmal? Nee. Sowas habe ich keine Lust. Das langweilt mich. Du warst die ganze Zeit Letzter. Ja. Schiebst mich hier umeinander, bringst mich um den Sieg. Beim LKW. Ich glaube nämlich, die Ausleser warst du. Was? Ja, ich hab dein cooles Auto gesehen hinter mir. Ich war nicht der Auslöser, das war der andere. Weil du deine Schleudern geraten bist, bin ich dann bei dir reingefahren. Nee, du hast mich dann hinten am Heck erwischt und da hab ich mich gedreht. Du triffst Schiff persönlich. Doggy, überspring mal das Ganze. Ich frage ein letztes Mal. Bist du dir wirklich? Ich bin mir sicher, dass es der Dogar war. So. Naja, gut. Was soll's. Mit muss man leben. Man gewöhnt sich an alles. Ich fahr mal vor zum Schiff. Oh, das ist schnell. Ist ja gleich hier in der Ecke. Ja, die ist hier. Und ich halte auch kurz davor an. Denn diese Folge. Nein, nicht diese Folge. Diese Mission. Die schauen wir uns in der nächsten Folge an, Freunde. Und diesmal fair bleiben, Doga. Beim nächsten Mal. Ja? Bis dahin. Ciao. Ciao.